Hallo meine Lieben, willkommen zu diesem neuen Video. Ja, nicht wundern, ich muss die Einstellung ein bisschen ändern, denn wie ihr seht, bin ich schon mitten im Umzug. Die ganze Anbauwand ist abgebaut. Ihr hört es, glaube ich, auch im Sound, es hallt schon so ein bisschen nach. Heute ist mal etwas, was mir ein persönliches Anliegen. Ich habe ja immer schon mal, ich sag mal, auch andere YouTuber und andere Kanäle empfohlen in so großen Videos. Und jetzt hat da aber jemand ein Video hochgeladen, jemand, der lange nicht mehr auf YouTube war. Und zwar geht es um den Yeti-Win. Ich habe schon mal von dem Yeti-Win gesprochen. Und Yeti-Win ist einfach ein YouTuber, der eine Art an sich hat und diese Art auch im Internet und in seinen Videos vermittelt, die sowas von authentisch ist und sowas von liebenswert und echt. Und er verstellt sich so halt so absolut null in diesen ganzen Videos, die er einfach so macht. Er macht einfach, worauf er Bock hat. Und das ist halt mal wieder das, wo ganz, ganz viele so sagen, dass sie das auch zum Beispiel an mir oder an dem Finchi halt an diesen Typen halt im Internet einfach so toll finden. Und das ist auch etwas, was mir persönlich halt auch mal sehr wichtig ist. Und ich freue mich da auch drauf, dass Martin jetzt mit seinem neuen Kanal demnächst durchstartet. Aber heute möchte ich halt, dass ihr euch dieses eine Video anguckt. Es heißt Der Verfluchte, ein Comedy-Video von Yeti-Win. Und ich finde, dieses Video ist einfach so pur YouTube. Zwischen all diesen ganzen blöden, scheißdummen Fails und Pranks und diese ganze Let's Play-Kacke da, die da auf YouTube unterwegs ist. Nichts gegen Let's Plays generell, ihr wisst schon, wie ich das meine. Die da, ein echter Let's Player da den Web-Videopreis kriegen und sowas. Und dann sehe ich halt dieses Video von Yeti-Win, das so einfach nur pure Kreativität irgendwie darstellt und er da echt mit verschiedenen Kameraeinstellungen sich da echt ein Skript überlegt und das Ganze echt dreht und das Geile ist halt, es kommt so gut rüber. Kennt ihr das, wenn ihr vor Lachen nicht mehr aufhören könnt zu lachen, dass ihr vor Lachen husten müsst und so laut hustet, dass ihr beim Lachen praktisch Kopfschmerzen bekommt? So ging mir das in dieser einen Szene. Ich musste davor schon lachen bei dieser einen Telefonatszene, weil er es einfach durchzieht. Aber danach kommt eine Szene, ich konnte nicht mehr vor Lachen. Ich habe mich verschluckt und musste husten und musste so da lachen, dass ich echt Kopfschmerzen bekommen habe. Es war so gut, das Video. Und vor allem, warum mir das so persönlich auf der Seele brennt, ist, dass er mich mit diesem Video halt extrem inspiriert und motiviert hat vor allem. Denn ich habe jetzt schon eine ganze Weile, klar, auch weil ich nicht so viel Zeit hatte dafür, aber auch wenn man mal die Zeit gehabt hätte, war es dann irgendwie doch bequemer, halt irgendwie normal vor der Kamera zu bleiben, stationär, so wie jetzt. Oder vielleicht einfach nur etwas zu sprechen, halt sich nicht zurechtzumachen und anzuziehen und die Kamera ständig umzustellen. Das ist Aufwand und so. Und ich möchte das jetzt aber halt wieder machen. Und da hat mich praktisch der Yeti-Win mit diesem Video halt wieder extrem zu motiviert. Ich möchte meine Plätze der liebsten Spiele aller Zeiten weitermachen. Ich möchte einfach, ich habe da zwar andere Videoideen, zum Beispiel zu einem Nostalgie-Alarm, wo ich halt da vorweg eine gewisse Szene drehen möchte. Oder ganz, ganz andere Videos, wo ich halt sehr viel vor der Kamera machen möchte. Und die Projekte habe ich schon lange praktisch aufgeschoben und diese Projekte möchte ich jetzt angehen. Und dafür möchte ich mir irgendwie danken. Zum einen einfach dafür, dass er wieder auf YouTube ist und dass wieder ein Typ, der einfach auf YouTube gehört, jetzt endlich wieder auf YouTube ist und halt für dieses Video. Ja, vielen Dank dafür. Ich finde es schade, dass so viele Typen verloren gehen. Ich finde es schade, dass Rainer nicht mehr wirklich auf YouTube unterwegs ist und sich da generell halt diese ganzen Videos da nur noch macht, diese Weekly-Dinger da. Aber mir fehlt einfach da diese Typvermittlung, halt das, was Yeti-Win jetzt hier gemacht hat mit diesem Video. Sowas fehlt mir bei einigen echt, dass halt nicht nur Meinungsvideos kommen, nicht nur Laber-Videos kommen, sondern auch mal wieder das hier. Richtig schöne, geskriptete Kreativität im Internet, das ist das, was mir so fehlt und deshalb habe ich dieses Video so sehr genossen. Und wenn ihr euch jetzt immer noch nicht dieses Video anguckt, ganz im Ernst, dann guckt es euch wenigstens an, es geht nur ein paar Minuten. Wenn es euch nicht gefällt, gebt ihr einen Daumen runter, aber guckt es wenigstens, ja. Ich weiß, ihr seid echt immer klickfaul, wenn es darum geht, wenn andere Leute euch Videos empfehlen. Aber das kann man sich echt mal angucken. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, ihr werdet das auch witzig finden. Gerade jeder, der was mit Videospielen zu tun hat, der kann das nachvollziehen, was er da nachstellt. Und ich muss bei dieser Einsicht so lachen. Ja, ansonsten werde ich jetzt ein Gewinnspiel zu Star Fox Zero jetzt gleich im Anschluss drehen und hoffentlich auch noch am Wochenende für euch hochladen. Werden mir jetzt gleich das Eröffnungsspiel für die EM angucken. Und ansonsten wünsche ich euch dann noch einen schönen Abend. Euer Tim sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal.